In wenigen Tagen startet das Feiertagsevent mit ein paar Mini-Events zwischendrin, wo man unter anderem Galapantimos gratis bekommen kann endlich. Dementsprechend auch Pantifrost. Zwei neue Features, Pokestop-Power-Ups, Postkartenbuch und das sehen wir uns alles in Summe an. Neue Pokémon werden erscheinen. Am 16. Dezember geht es los bis zum 31. Dezember. Das Feiertagsevent, das Weihnachtsevent. Eine sehr lange Zeit. Und es gibt dann auch Teil 1 und Teil 2. Die Boni gelten jedoch durchgehend. Es dreht sich alles um Geschenke. 45 davon wird man täglich öffnen können. Da gehen einem dann hoffentlich nicht die Bälle aus, auch für den XXL Community Day und so weiter. Dann 40 im Inventar mit sich rumtragen, ebenfalls sehr genial. Die Team Go Rocket Rüpel werden häufiger die Eis- und die Wasser-Pokémon haben. Dann Mega Rex Blizzard hat ein höheres Level, höhere Wettkampfpunkte. Wenn man das Ding verwendet, wird dann auch im Mega Raid auftauchen. Und es sind festliche Boxen im Shop zu erwerben. Außerdem gibt es hier, wie auf dem Bild gezeigt, neue Avatar-Items ab dem 15. Dezember 22 Uhr im Shop und die sind dann aber wohl auch nach dem Event noch käuflich erwerblich. Und oh, fast vergessen, heftigster Bonus, die Sticker gibt es natürlich auch im Shop und bei Pokestops und Geschenken, glaube ich, auch. So, dann haben wir mal ein Mini-Event in diesem gesamten Zeitraum, das Winterwunderland. Vom 25. bis zum 26. Dezember wird man eine erhöhte Tauschdistanz haben, nämlich 40 Kilometer kann man sich von der Person entfernt befinden, mit welcher man tauscht. Nicht vergessen, in der aktuellen Jahreszeit der Herkunft gibt jeder Tausch ein garantiertes XL-Bonbon. Wenn man ansonsten keine Person hat zum Tauschen, kann man diese zwei Tage definitiv mal nutzen. Dann wird es Feldforschungen geben mit einem besonderen Weihnachts-Botugel sowie eine Sammlerherausforderung wird da starten, aber die endet nicht am 26., sondern geht bis zum 31. Dezember. Da muss man die Pokémon, die ich gleich nenne, Quiekel, Schnäppke, Seemobs, Schneebedeck, Gelatini und Petsniff, durch einen Tausch erhalten. Fangen oder so dürfte da wohl nicht erzählen und deshalb auch 40 Kilometer Tauschdistanz, dass man das definitiv machen kann. Und als Belohnung gibt es hier mal eines von drei Galapantimos, die man in den nächsten Tagen so erhalten kann. Galapantimos, da gab es vor längerer Zeit mal dieses bezahlte Ticket, welches nicht unbedingt gut ankam, dass man sich dieses Pokémon kaufen musste sozusagen, aber jetzt können es alle auch so erhalten. Also das ist mal so ein kleines Mini-Event, wo es ein bisschen ums Tauschen geht und vielleicht ein paar Feldforschungen mit Weihnachtsbotugel. Beim ersten Teil und beim zweiten Teil jeweils andere Pokémon in der Wildnis, in Feldforschungen und in Raids und beim zweiten Teil sogar auch noch ein paar Boni und so weiter. Aber fangen wir mal an. Sehr viele kostümierte Pokémon. Pikachu hat den Weihnachtshut. Darmhirplex hatten wir auch schon mit diesen Glöckchen. Dann das Botugel dürfte auch das ganz normale mit der Masche sein, welches wir schon einmal hatten. Auch in Shiny möglich hier alle. Neu allerdings ein weihnachtliches Seemobs, an das kann ich mich nicht erinnern. Das Petsniff. Mit der Weihnachtsschleife hatten wir schon. Und es wird auch Frigometrie zurückkehren, allerdings eher selten in der Wildnis. In Raids gibt es ebenfalls ein neues Kostüm-Pokémon, nämlich ein weihnachtliches Glaciola. Ich blicke bei den ganzen Kostümen ehrlich gesagt schön langsam nicht mehr durch. Dann haben wir außerdem Kyurem ab 16. Das heißt, wer noch Reshiram und Zekrom haben möchte, paar Tage nur noch verfügbar. Und in Feldforschungen gibt es auch selten Frigometrie sowie ein paar andere weihnachtliche Pokémon, Kostüm-Pokémon. Dann im zweiten Teil haben wir nicht nur andere Pokémon und so weiter, sondern da gibt es auch ein paar Boni. Nämlich jeden Tag, 23., 24. und so weiter bis zum 31. Dezember, beim ersten Pokestop des Tages, bekommt man eine gratis Brutmaschine. Sehr genial. Dankeschön, Niantic. Das ist mal ein feiner Bonus, an welchen man sich gewöhnen könnte. Und diese Brutmaschinen sind, sofern ich das aus dem vergangenen Jahr weiß, stapelbar. Das heißt, die muss man nicht an dem Tag gleich ausgeben, anders wie zum Beispiel diese gratis Raid-Pässe. Hier kann man rein theoretisch jeden Tag drehen und sich diese ganzen Brutmaschinen dann irgendwann aufheben, für irgendwann aufheben. Es wird zwei befristete Forschungen geben, die man genau in diesem Zeitraum abschließen muss. Und da gibt es ebenfalls als Belohnung jeweils ein Galapantimos, also zwei, sprich in Summe dann auch noch drei kann man jetzt in diesen Tagen bekommen, dreimal Galapantimos.
und eine brandneue Pokémon-Familie. Arctip entwickelt sich zu Arctilas und nicht in Shiny. Also Shadrago war zum Beispiel auch jetzt brandneu direkt in Shiny. Die gibt es danach noch nicht. Schillernd. Ich habe mir das so ein bisschen angesehen. Ist das Pokémon nützlich im Raid oder in der Go-Kampfliga? Fangen wir mal an im Raid. Es ist ein Eisangreifer, aber es ist so ein bisschen das Lugia der Eis-Pokémon. So würde ich es formulieren. Sprich, es hält ultra viel aus, macht aber bedeutend weniger Schaden als ein Mamutl, sogar als ein Glaziola oder als ein Sneebel. Und mit Sneebel meine ich natürlich Snibunna. Also ja, eher nicht so. Jedoch in der Go-Kampfliga kann es wirklich interessant sein. Könnte man sich das eine oder andere schnappen. Hyperliga sehr stark. Meisterliga eher in der, wo die legendären Pokémon verboten sind, sprich Primär Classic. Und in der Superliga, 1500er Liga, eher nur in besonderen Cups, wo irgendwelche Typen verboten sind. Vielleicht im Holiday Cup, der jetzt bald starten wird. Also sprich, als Raid-Angreifer, eher nicht so. In der Go-Kampfliga kann man sich eines holen. Was wird es da geben? Hier unter anderem Arctip in der Wildnis. Allerdings steht hier dabei, nur wenn man Glück hat, sprich ein bisschen selten. Also schauen wir mal. Und natürlich auch die ganzen anderen Kostüm-Pokémon. Gelatini, wenn ich mich recht erinnere, war in der Vergangenheit ja ultra schwierig zu fangen. Aber da hat Niantic mittlerweile die Fangchance schon ein wenig nach oben geschraubt. Habe ich jetzt auch schon in dieser Season ein paar davon gefangen. Ne, im Raid gibt es auch hier ein paar Pokémon. Und dann auch Mega Rexblizzer. Na, aktuell auch. In der Quest 10 sehr effektive Attacken gibt es Mega Energie für Rexblizzer. Und neben Feldforschungen wird es dann auch in diesem zweiten Teil des Events besondere 7-Kilometer-Eier geben. Das sind die, die man aus Geschenken von Freunden erhält. Da braucht man einen Platz im Eierbeutel und dann macht man die Geschenke auf. Da kann unter anderem auch ein Cursilla drin sein, ein Galaflampion, also Typ Eis, Arctip, Frigometrie, ebenfalls. So viel mal zum Feiertags-Event und Winter Wonderland Mini-Event. Dann gibt es ein neues, brandneues, heftiges Feature, Powered Up Pokestops. Vorrangig sehe ich das gerade auch bei Arenen. Und zwar kann man da Pokestops und Arenen mit Hilfe von diesen AR-Kartierungen hochleveln sozusagen. Und diese AR-Kartierungen, da kann man erst ab Level 20 dazu beitragen, um das hoch zu powern. Das sieht dann so aus, habe ich zumindest am Anfang, wo das eingeführt wurde jetzt vor ein paar Tagen, selten gesehen bei mir in der Umgebung. So sieht das dann aus. Also das ist gerade Level 2, der geht bis zu Level 3. Pro Level ist so ein Kringel um die Arena drumherum. Und von diesem Bild, welches da am Anfang eingeblendet wurde, darf man sich nicht in die Irre führen lassen. Da bekommt man nicht ein Bonus-Item, drei Bonus-Items, fünf Bonus-Items oder so, sondern hier die Boni aufgelistet und was man hierfür benötigt. Also für Level 1 muss man 5 von diesen AR-Kartierungen machen und Level 1 hält dann 48 Stunden und es gibt ein Bonus-Item beim Drehen von dieser Arena zum Beispiel. Dann für Level 2 werden nochmal 5 weitere Scans, also 10 in Summe benötigt und dann hält das Ganze 12 Stunden länger, sprich 60 Stunden in Summe. Und es gibt nochmal ein weiteres Bonus-Item, sprich 2 in Summe. Auf dem Bild waren 3 abgebildet, macht jetzt nicht so den Sinn. Und ein extra Herz mit dem Kumpel, wenn man diesen Pokestop oder diese Arena-Fotoscheibe dreht. Das wird da aufgelistet bei den Bonusherzen, wo man auch sieht, ob man zum Beispiel ein Geschenk oder ein Souvenir mit dem Kumpel an dem Tag gefunden und geöffnet hat. Es soll wohl außerdem diese unsichtbaren Launepunkte geben, dass man einen Kumpel aufgeregt machen kann, nämlich einmal pro Tag. Also das ist auch ganz genial, falls man zufällig an einer Arena wohnt, wo dann einfach immer irgendjemand scannt. Und für Level 3 dann 25 Scans in Summe, sprich nochmal 15 obendrauf, gibt nochmal 12 Stunden obendrauf, also 72 in Summe. Na und wenn das dann bei einer Arena ist, wo dann ein Raid stattfindet, bekommen alle 3 zusätzliche Primärbälle beim Fangen und es tauchen Sternchen, normalerweise extra Pokémon in der Nähe auf, aber weil Niantic dieses Feature nur monatelang getestet hat, haben sie das wieder deaktiviert. Da sind nämlich einige Fehler aufgetaucht. Unter anderem habe ich gesehen,
dass wohl die Shinies auf der Karte ersichtlich waren. Dann, dass die IV immer gleich waren oder die Pokémon immer gleich. Da hat jemand ein Bisasam gefangen. Und dann eine Stunde danach wieder bei dem Spot. Und das hatte 1:1 dasselbe Level, dieselbe Größe, dasselbe Gewicht, Wettkampfpunkte, IV, KP, alles. Würde bedeuten, wenn man da ein 100er bekommt an einem Tag, dann wäre das jede Stunde auch ein 100er. Plus die App ist wohl abgestürzt wegen Level 3 und so. Deshalb hat dann Niantic einige von diesen Dingen mal deaktiviert. Aber im Grunde sollte dann nicht wie bei einem Logmodul oder wie man sich das vielleicht hätte vorstellen können, dass da regelmäßig Pokémon auftauchen. Es sollte einmal pro Stunde ein einziges Pokémon zusätzlich dort auftauchen, wenn ich das eben richtig verstanden habe. Ist aber jetzt gerade nicht mehr live das Ganze. Na so, das war mal dieses neue Feature. Und was dann auch mit dem Feiertags-Event erscheinen wird, ist ein Postkartenbuch. So häufig habe ich das überall auf Social Media und in den Kommentaren und so gelesen. Ey Niantic, wenn es eine Sache gibt, die wir wollen, ein Postkartenbuch und endlich ist es hier. Das erreicht man entweder über das Inventar bei den Stickern oder über das Spielerprofil, wo man die Kumpelchronik hat, das Tagebuch. Individualisieren ist genauso ein Knopf für das Postkartenbuch. Was passiert dort? Man kann danach, also sobald das live ist mit dem Feiertags-Event, kann man, wenn man ein Geschenk öffnet, so eine PIN-Nadel antippen und dadurch wird dieses Geschenk als Postkarte in unserem Postkartenbuch abgespeichert. Also bevor man das Geschenk öffnet, rechts neben dem Öffnen-Knopf als Postkartenfavorit markieren. Und alternativ kann man das Ganze auch bei eigenen Geschenken machen, die man selbst hat. Sprich, keine Ahnung, ich bin gerade irgendwo und da möchte ich mich für immer dran erinnern können, drehe dort die Pokestops, gehe in meinen Beutel, tippe die Geschenke an, da kann ich sie auch löschen, wenn ich möchte, aber wenn ich antippe, kann ich die ebenfalls speichern für mein Postkartenbuch und dann mich ewig daran erinnern. 300 Postkarten sind da wohl aktuell möglich, wenn ich das richtig sehe. Da steht dran auch, wann man das erhalten hat, beziehungsweise wann man das Geschenk geöffnet hat. Und falls man dann schon zu viele hat, kann man die auch dementsprechend wieder löschen. So viel mal dazu. Und zu guter Letzt noch eine News aus dem Pokémon-Universum. Eine neue Form von Voltoball wurde angekündigt, angeteasert. Nicht wirklich unbedingt für Pokémon Go, aber schauen wir mal, vielleicht bekommen wir das ja auch irgendwann. Im neuen Spiel Pokémon Legenden Arceus wird dieses Teil wohl erscheinen und hat dann die Typkombination Elektro plus Pflanze. Eine neue Form von Voltoball. Sehr spannend, sehr interessant. Irgendwann werden wir das Ding bestimmt in Pokémon Go erhalten. Für die Folge soll es das erstmal gewesen sein, würde ich sagen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und es geht einfach beim nächsten Mal weiter.